So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Und ich würde jetzt sagen, wir machen das einfach mal. Und zwar hier können wir als erstes ja dem Bescheid sagen. Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Ich bin bereit. Na? Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Gut. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Alles klar, sehr gut. Und ich habe mir überlegt, wir machen das mit dem hier. Warum? Ganz einfach. Der ist, also du hörst jetzt bitte mal kurz nicht hin, wenn ich das hier erkläre, weil ne, ist klar, dass du das nicht wissen sollst. Und nicht so angucken. Das ist, ich sag, wir setzen uns jetzt mal hin. Ja. Siehst du mal. Freunde sollten sich ja alles sagen und hin und her, aber könntest du was für mich erledigen? Ich finde einfach, erstens, wir kennen ihn nicht, wir haben keine Verbindung. Zweitens, er würde es tun wahrscheinlich. Drittens, wir können sowieso bei jedem anderen hier zurückverfolgt werden. Alle anderen sind irgendwo, wenn wir die verlieren, man muss es halt mal so klar sagen, Verlust für uns. Und ein weiterer Punkt, ich glaube, ihm passiert vielleicht doch nicht so viel, wenn er von der Ostkaiserlichen ist, dann können die den vielleicht auch nicht entbehren. Dann fragen wir ihn jetzt einfach mal. Hier, komm. Lasst uns anstoßen auf eine wunderbare Freundschaft. Alles klar, hier, pass auf. Ihr könntet vielleicht doch mal was für mich tun. Natürlich. Ich würde alles für euch tun. Subi. Wie kann ich euch helfen? Ah, es wäre auch schön, wenn du ein bisschen Aufsehen erregst und ja, Aufmerksamkeit ein paar Minuten auf dich legst. Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Ist klar, wir sollten gleichzeitig auch abhauen, dass wir hier nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden. Die haben jetzt wahrscheinlich sowieso schon auf uns gehört. Okay. Lasst uns auf Elenven anstoßen, unsere Geliebte. Natürlich im übertragenen Sinne. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Alles klar. Gut. Nehmt eure Hände weg von mir. Optional hätten wir die jetzt noch mitnehmen sollen. Wir wollen ja schließlich unsere Talmor-Oberherren nicht beleidigen, nicht wahr? Ah, nee, das ist jetzt, oder? Entschuldigung. So gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir Hoffentlich. Müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Das hier ist nicht die Speisekammer. Überlasst das Reden das ist eher die Getränke. Getränkekammer. Ach ja, immer wieder die gleichen wichtigen Gespräche. Hallo, ich habe erst mal geduscht vor 3 Wochen. Die arme Seele in Ruhe. Genau. Ein Gast in der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Was? Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Auch. Vielleicht sollte ich die Botschaft fragen. Eine Truhe. Nun, ich habe gehört, dass Ulf eine Truhe. Ah. War gedacht. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Supi. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Vielleicht mal die erstmal zu, dass die nicht zuhört. Und ach, das ist jetzt die hier, okay. Da sollen wir zu. Okay, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz hier. Ach, das ist bloß ein anderes Symbol, ne? Ah, gucken wir mal. Okay. Ich verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Oh, sieht supi aus. Eigentlich haben wir 2 Decker, aber die werden, glaube ich, hier nicht angezeigt. Gut, dann thank you. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Mein Personal um eure Bedürfnisse. Nun ja, den Umständen. Ich will nur zuhören. Es freut mich, euch das sagen zu hören. Beeilung, wenn jemand auf ja. Der Eier meine Abwesenheit bemerkt, sind wir ja, ja. Viel Glück. Ihr seid jetzt auf euch allein vorbeimarschieren sehen? Zu wem gehören sie? Hätte jetzt auch schon schief gehen können, eventuell. Um die Verträge durchzusetzen? Ach, guck mal. Na, sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachen an die Können wir eventuell dann ablenken von uns, wenn wir das... Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollen. Wir können hier gar nicht raus, ne? Wenn tatsächlich ein Drache... Okay.
Oh gut, die sind da. Oh gut, die sind gestackt, okay. Ich hatte jetzt hier gerade so einen kurzen Schockmoment, dass die Tränke doch nicht da sind. Ja, dann. Taucht, haben Sie ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Ha! Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur ein niederes Fußvolk. Okay. Nun, wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So. Kommt der jetzt hier hoch? Seite nehmen. Das sind hier eh bloß Bücher und so. Ich glaube, das hat keinen richtigen Wert. Ja, wir können hier klauen, aber das ist alles nur Gefuhrwerke. Oh Gott, kommt da einer? Ich will einfach sparen. Danke, sparen. Sinn, ne? Das ist nicht das ist der übliche Rotz. Wir waren jetzt unten, da ist eine Besenkammer, wir haben die andere Sache. Ja, Moment mal. Ich hab's mir doch gedacht, wir müssen raus hier. Ach, jetzt gucke mal an. Also es ist in einem anderen Gebäude sozusagen. Der Typ ist hier raus, ne? Okay, hat keinen Namen. Ja gut, dann ja, müssen erst raus und dann sofort Trank. Erstmal gucken, wo wir landen. Den Hinterankern. Nein. Der dreht sich eventuell gerade um. Oh shit. Wie kommen wir jetzt da rein? Ich war mal so frei. Oh Gott. Eigentlich, das ist jetzt mit ein bisschen Auge zudrücken, aber ich oder? Ich brauche das Geld. Ich habe es mir verdient. Ich habe auch Ausgaben, Schwein. Wisst ihr? Seid euch nicht zu sicher, Gissen. Ihr seid sehr nützlich. Aber wir haben keinen Alarm ausgelöst, oder? Sicher. Wir haben andere Informanten, die weniger abstoßend sind. Was? Aber niemand sonst hat euch so wertvolle Informationen gebracht, nicht wahr? Etienne, er hat gesprochen, nicht wahr? Er weiß, wo sich der alte Mann aufhält, den ihr sucht. Er hat es mir selbst gesagt. Den Rest eures Geldes bekommt ihr, wenn wir seine Geschichte bestätigen. Wie vereinbart. Er hat. Scheiße, wo ist jetzt die Wache hin? Ich wusste es. Irgendwann fängt jeder zu reden. Das ist eine Truhe. Ich habe noch zu tun.
Lasst mich arbeiten. Mach mal schnell Truhe. Den Rest eurer Bezahlung sehen wollt. Kann ich? Ich könnte euch helfen. Interrogation Chamber. Talmud des Delfine, Ulfric Stormcloak. Dragon Investigation, Kieran Status. Aber hallo. Mir würde er reden, er vertraut mir. Okay, wir müssen nochmal nach oben. Ihr möchtet gerne mit mir hinuntergehen? Ist es da? Gesucht? Oh Gott, das ist. Sind wir hier überhaupt. Wir sind hier richtig, oder? Warte mal. Ich mach Sollen mal wir schauen. Seine Fesseln lösen und euch zusammen hier. In eine. Sind wir richtig? Sind wir gut? Oh Gott, hier ist ja gar nichts angezeichnet. Wir hätten draußen gucken sollen, ne? Getarnt habe ich dort eingeschleust. Muss Arbeitsbotschafter nach Dokumenten suchen. Preisgeben, Timer, Drachenwissen. Ihr könnt ihn fragen, das ist hier nicht. Sehen, das ist doch nicht das Arbeitszimmer hier, ne? Nein, nein, ich. Also eher Leitung oben. Das, ne? Wäre vermutlich am besten. Und jetzt raus mit euch. Oh, da kommt jemand hoch, warte mal. Die Treppe hoch, meine ich. Von links wahrscheinlich. Oh, Lindel, bah. Eines Tages wird es ihm so gehen nein. wie mir. Okay. Warte mal, dann gehen wir hoch. Da ist die Wache, die kam von oben. Steht da? Nee, das ist irgendein Stuhl oder irgendwas, ne? Oh, Bingo! Kein Bingo. Überragende Ausdauer. 50 Stamina ist nicht schlecht. Aber lassen wir den mal. Okay. Ja, nee, das. Wir haben Zeug gefunden. Aber es ist zwar noch nicht das richtige Zeug. Das ist nicht in Schränken drin, oder? Das ist ja auch Bett. Wir sollen ja in das. Alter. Leck mich doch am Arsch. Hat er uns gesehen? So, Alter. Puh, das sieht auch nicht so wie Arbeitszimmer aus hier, ne? Aber ist hier denn Truhe? Hä? Ich verstehe. Wenn es hier nicht ist. Es ist nicht hier. Papierrolle. Wir haben es übersehen, oder? Wir können noch mal runtergehen. Dann ist es vielleicht unten. Arbeitszimmer unten. Da müssen wir aber Invisible nehmen. Wir haben drüben in dem Bett, bei dem Betthaus haben wir da genug geguckt schon. Wo ist die Wache? Da ist die Wache. Oh Gott, wir müssen schnell machen, weil ich habe gerade nicht mitgezählt. Okay, sehr schön, der ist weg. Okay, der geht dahin. Dann müssen wir es jetzt hier finden. Oh, hier liegt alles durcheinander. Shit. Talas Mistake haben wir schon. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier oder irgendwo. Mann, okay.
fuck. Na gut, das sind eh wahrscheinlich nur. Das war eindeutig, dass wir raus sollten in dem anderen Haus. Das kann nicht das andere Gebäude gewesen sein. Aber es ist auch nicht hier. Ist das nicht mehr an? Doch, das ist an. Muss man im Arbeitszimmer des Botschafters nach Dokumenten suchen, die preisgeben, da haben wir über die Drachen wissen. Ist das Arbeitszimmer noch mal ganz anders? Das hier ist ein Arbeitszimmer. Noch gar nicht gebraucht, ne? Vielleicht. Lieber nochmal sicher gehen, Entschuldigung. Weil das ist definitiv nicht Arbeitszimmer hier, ne? Wir haben da schon gesucht. Ach, das ist ein Teppich. Das ist auch reichlich schief. Jetzt gucken wir doch mal hier doch mal durch. Das muss ja hier irgendwo sein. Also es ist plausibel, dass das andere, wo es sich getroffen wird und so weiter und so fort, dass das nicht Arbeitszimmer der Botschafterin ist. Liegt es hier eventuell drin? Oh, hier ist gar kein Durchgang. Der Durchgang hat keine Tür, meine ich. Wir haben hier schon die... Das ist nur Gold. Papierrolle ist nichts, ne? Jetzt brat mir mal einer den Storch bitte goldbraun an. Erstmal Auge juckt, deswegen muss ich ja erstmal. Ja, er kann uns jetzt wieder entgegenkommen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch rummachen, aber ich will jetzt auch nicht hier haufenweise die Tränke wegschnurpsen. Hier war nichts mehr. Das liegt doch... Ja, King of Diamond. Aber wir haben... Warte mal, hier haben wir noch nicht gesucht. Ja, ich lasse es den. Ich will nachher noch mal den anderen Ingwer. Okay, der geht hoch, das ist gut.
Vielleicht gibt es ja noch ein anderes Arbeitszimmer irgendwo. Das muss ja so sein. Manchmal ist das Spiel so, es fehlt noch so 10%, 15%. Ist das hier nicht so feine Kleidung? Dungeon. Oh ja. Yeah. Gold. Wer will schon Gold haben? So, jetzt gleich wieder die Tränke bereithalten. Jetzt gehen wir mal da rein. Wir machen jetzt einfach mal weiter, mal gucken, wo das hinführt jetzt hier. Aufhören, bitte! Das ist alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Schweigt. Ihr kennt die Regeln. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Oh. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Beginnen wir von neuem. Nein! Um ihn nicht. Warte mal, wenn der jetzt auspackt, das könnte ja auch die Info sein, ne? Beginnt ganz von vorne, wie immer. Wenn ihr auf eurem Eigensinn besteht, dann lasse ich... Ich habe nur gerade Luft geholt. Warum sollte ich euch etwas erzählen? Ich weiß überhaupt nichts. Da gibt es einen alten Mann. Er wohnt im Riftern. Er könnte dieser Esbern sein, nach dem ihr sucht, aber ich weiß es nicht. Er ist alt und irgendwie verrückt. Das ist alles, was ich weiß. Und sein Name lautet? Oh. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe es doch schon 100. Ihr kennt die Regel. Beantwortet einfach die Frage. Wir müssen da jetzt durch. Und wo können wir diesen namenlosen alten Mann finden? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe ihn unten im Rattenweg gesehen. Vielleicht lebt er dort, aber ich weiß es nicht genau. Das ist zunächst einmal alles. Ich muss sagen, ich bin von eurer fehlenden Kooperationsbereitschaft... Oh. Enttäuscht. Ich hoffe, beim nächsten Mal werdet ihr... besser machen. Was wollt ihr denn noch von mir? Ich habe euch schon alles erzählt. Wenn ihr mich gehen lasst, führe ich euch nach Riftern und zeige... Schweigt, Gefangener. Okay, Riften. Warte mal. Haben wir denn das jetzt nicht... Ich meine, wir haben, was mir jetzt auch was mir eingefallen ist, wir haben ja jetzt schon einiges. Sollen wir vielleicht mal das durchgucken alles? Dann ist der Besitz von solchen Dokumenten vielleicht auch noch nicht der Schlüssel. Nee, das ist es nur gerade nicht. Wir sollten ja über die Drachen was rausfinden und das war eigentlich mein erstes Ding. First Emissary, Eleven. We anticipate a breakthrough in our effort to uncover the party or power behind the dragon resurrection. Ich guck gerade mal. Oh, das, da müssen wir jetzt aber schnell machen. Das ist viel zu lesen. Phänomenon. Resurrection Phänomenon. An informant has identified a possible lead whom we have brought back to the embassy for a full interrogation, sorry. The subject is obstinate, but by all indications is holding back the information we seek. I have authorized intimidate Manuel Uncoiling. I do not expect more will be necessary.
unless you feel time presses. I know you prefer to be present for the final questioning. I will inform you immediately when the subject is fully receptive. 2 days should be tell the tale. In the meantime, if you wish an audit or technique, your expertise is welcome, as always. I have placed the prisoner in the cell closest to your office stairs for your convenience. Rulindil. Invitation. Das ist unsere, das brauchen wir nicht. Abonnier, over the last few days, we have had some disturbing information come to light regarding events of Wulskal. Oh, das müssen wir immer noch machen, ja. Das hatten wir schon, Treasure Hunter, was? Was haben wir denn alles mit hier? Talmudus je Delphin. Ist vielleicht nicht so wichtig, aber Ulfric Stormclaw ist auch interessant. Ist das hier? Na, das geht. Status active. Capture or kill. Active, capture or kill. Sie ist aktiv und soll halt sozusagen. High priority, emissary, level approval. Description, female, Breton, mid-50s. Background, Delphine was a high priority target during the First War of both operational and political reasons. She was directly involved in several of the most damaging operations carried out by the Blades within the Dominion. She had been identified and was stated for the initial purge, but by bad luck was recalled to Cyrodiil just before the outbreak of hostilities. During the war, she evaded 3 attempts on her life, in one case killing an entire assassination team. Since then, we have only indirect evidence of her movements, as she has proven extremely alert to our surveillance. She should be considered very dangerous, and no move against her should be made without overwhelming force and the most careful preparation. Operational notes. She is believed to still be working actively against us within Skyrim, although we have no location on her. Assumed to be working alone, as no other Blades are known to be active in Skyrim, and she was in the past avoided contact. She has in the past avoided contact with other fugitive Blades for her own security. One of the reasons she has so far evaded elimination. Her continued existence is an affront to us. Any information on her whereabouts and abilities should be immediately forwarded to the third emissary. Aspen. Wir machen erstmal Stoneclock. Das ist ja auch nicht schlecht, dass die ein Dossier über den haben. Logischerweise, klar, als Hauptgegner. Status is set. Uncooperative. Dormant. Emissary level approval. Dormant. Emissary level approval. Uncooperative. Description. Jarl of Windhelm. Leader of Stormcloak Rebellion. Imperial Legion Veteran. Der war in der Legion? Background. Ulvis first came to our attention during the First War against the Empire, when he was taken as a prisoner of war during the campaign of the White Gold Tower. Under interrogation, we learned of his potential value, son of the Jarl of Windhelm, and he was assigned as an asset to the interrogator,
who is now first emissary 11. He was made to believe information obtained during his interrogation was crucial in the capture of the imperial city. He was crucial in the capture of the imperial city. The city had in fact fallen before he had broken. And then allowed to escape. After the war contact was established and he has proven his worth as an asset. Du willst mich doch verarschen. The so-called Marcotte incident was particularly valuable from the point of view of our strategic goals in Skyrim. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Der ist jetzt kein... Der ist unkooperativ, aber... Also jetzt, wow. Ich muss ja auch erstmal lesen und es verstehen. Und eigentlich auch mit der Stimme lesen, nimmt sehr viel Energie. Aber was ich hier lese, das wow. The so-called Marcotte incident is particularly valuable from the point of view for our strategic goals in Skyrim, although they resulted in Ulfric becoming generally uncooperative to direct contact. Ich muss es erstmal auf die Reihe kriegen. War das Marcotte-Event, bevor er die Sturmmäntel gegründet hat? War Marcotte vor dem Umbringen vom Jarl in Einsamkeit? Und hat er den Aufstand gemacht und kam dann als Aufständig nach Marcotte, um dort Ordnung zu bringen? Oder war das davor? Weil das würde jetzt zwei Wege eröffnen. Der erste Punkt ist, der ist ein Asset gewesen, das steht hier schwarz auf weiß. Also auf jeden Fall hat er Dreck am Stecken und hat mit denen zusammengearbeitet. Beziehungsweise war erstmal eben ein Asset. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er ist es noch, dann wäre, das wäre halt, naja gut, ein abgelenktes Kaiserreich durch einen Aufstand erlaubt den Elfen, im Grunde genommen stärkt das die Elfen, ne? Wenn die sich gegenseitig umbringen und schwächen. Und insofern wäre beides in Ordnung, wenn er sich abwendet und unkooperativ ist, aber trotzdem den Aufstand macht. Oder wenn er immer noch mit denen zusammenarbeitet, auch wenn er unkooperativ ist. Also wenn er tut, was sie wollen, aber operativ nichts mit denen zu tun haben will. Also er teilt die strategischen Ziele oder irgendwas, dass er immer noch Asset ist. Wow, okay. Also, egal was ist, der Aufstand der Sturmmäntel ist gestorben. Der labert die ganze Zeit von irgendwelchen Freiheiten und so. Es kann natürlich sein, dass er seine Meinung jetzt über die, weil er den ganzen Scheißdreck weiß, über die Talmor und das Imperium, dass er sich jetzt wirklich abgewendet hat. Aber was vorher war, ist ja eine Sauerei. Okay, ich muss mir das jetzt nochmal... Ich bin leider nicht in der Verfassung, das alles zu erinnern, wann das in zeitlicher Reihenfolge war. Aber wow, okay. Operational notes. Direct contact remains a possibility under extreme circumstances. But in general, the asset should be considered dormant. Die sagen immer noch Asset. As long as the civil war proceeds in this current indecisive fashion, he should remain hands off. The incident at Halgen is an example where an exception had to be made. Obviously, Ulfric's death would have dramatically increased the chance of an imperial victory and thus harmed the overall position in Skyrim.
Alles klar. Die wollen nicht mal, dass das Imperium siegt unbedingt. Note, the coincidental intervention of the dragon Atalgan is still under scrutiny. The obvious conclusion is that whoever is behind the dragons also has an interest in the continuation of the war. But he should not assume, therefore, that the goals align with our own. A Stormcloak victory is also to be avoided, however, so even indirect aid to the Stormcloaks must be carefully managed. Also, indirect aid to the Stormcloaks must be carefully managed. Das sollten wir dem General Tullius mal unterjubeln, das Ding hier, ne? Also auf jeden Fall, even indirect aid, also die unterstützen indirekt sozusagen auch die Sturmmäntel. Was für eine Bande von Elfen. Okay. Heilige Espen. Keine Ahnung. Asset uncooperative. Dormant. A missionary level approval. Description. Jahr of Winter. Leader of Stormcloak Rebellion. Imperial Legion Veteran. Background. Nein. Ich wollte Espen haben. Oh, was das? Okay. Okay, das lesen wir jetzt trotzdem noch. Status. Fugitive Capture Only. Fugitive Capture Only. Highest Priority Emissary Level Approval. Description. Male Nord Late 70s. Okay. Background. Aspen is one of the Blade's Lawmasters. Prior to the first war against the Empire, he was not a field agent, but is not believed to have been behind some of the most damaging operations carried out by the Blades during the pre-war years, including the Falineste incident and the breach of the Blue River prison. His file had remained dormant for many years, and inexcusable error on the part of my predecessor, who has been recalled to Elinor for punishment and re-education. Wow. And the erroneous belief that he was unlikely to pose a threat due to his advanced age and the lack of field experience. A salutary reminder to all operational levels that no Blade's agent should be considered low priority for any reason. All are to be found and justice exacted upon them. Operational notes. As we are still in the dark, as to the cause and meaning of the return of the dragons, die wissen es also auch noch nicht, I have made capturing Aspen our top priority, as he is known to be one of the experts in the dragon lore of the Blades. Regrettably, we have yet to merge the expertise on the subject of dragons, which have derived from their Akaviri origins and is still far superior to our own, which remains largely theoretical. The archives of Cloud Ruler Temple
which is believed to have been the primary expository of the oldest Blades law, were largely destroyed during the siege, and although great effort has been made to reconstruct what was lost, it now appears that most of the records related to the dragons were either removed or destroyed prior to our attack. Thus, Aspern remains our best opportunity to learn how and why the dragons have returned. It cannot be ruled out that the Blades themselves are somehow connected to the dragon's return. We have recently obtained solid information that Aspern is still alive and hiding somewhere in Riften. Interrogation of the possible eyewitness is ongoing. We must proceed carefully to avoid Aspern's becoming alerted to his danger. If he is indeed in Riften, he must not be given an opportunity to flee. Okay, also Aspern ist praktisch jetzt eine Person, die wir als nächstes verwurschteln, und der unten im Prison, in der Zelle, hat jetzt schon gesagt, dass er auch irgendwie, das ging da, ne, da um Aspern auch. Okay, dann würde ich sagen, ist eine sehr schöne Gelegenheit, dann machen wir hier mal gleich einen Cut. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.